6, 7, 8. Ja. Ich dachte mir am Anfang, was soll ich jetzt für den Regenwald schreiben? One, two, three, four, yeah. Ich weiß nur, dass Regenwälde aussterben, aber mehr so nicht. Also ich persönlich weiß noch nicht sehr viel darüber, nur es geht halt so um die Natur. Ich frage mich auch, was wir dazu tanzen können. Oder irgendwas mit dem Regenwald, das wird komisch sein, aber wir werden das schon schaffen. Ich mache das für den Regenwald, damit im Regenwald halt auch Bäume gepflanzt werden können. In dieser Minute wird weltweit Regenwald in der Größe von 30 Fußballfeldern zerstört. Die Jugendlichen der Anne-Frank-Hauptschule hier in Bonn interessiert das nicht. Für sie ist wichtig, Spaß haben, mit ihren Freunden chillen und Hip-Hop-Musik. Sie wollen rappen, aber das ist nicht einfach. Nur wenige können es. Doch die meisten würden es liebend gern lernen. Hip-Hop ist für mich eine Art und Weise, die Probleme zu verarbeiten. Beim Rappen kann ich den Leuten auch zeigen, dass auch kleine Mädchen, so wie ich, auch was können. Ich bin zwar ein Mädchen mit weißem Gesicht, doch was die anderen sagen, interessiert mich nicht. Ich gebe jeden Tag 100%. Rot-Weiß sind die Farben meiner Fahne. Ich bin ein Türke, der in Deutschland lebt und der jeden Tag zur Schule geht. Mein Vater hat mir vieles gesagt, damit ich am Ende eine Zukunft hab. Zukunftsangst, persönliche Probleme, das sind ihre Themen. Dass Regenwald zerstört wird, berührt sie nicht. Dass sie dafür mitverantwortlich sind und die Folgen auch sie betreffen, ist ihnen nicht klar.